Hamburgs großer täglicher TV-Spaß. Das Hamburg 1 City Quiz mit Ermo Gödel. Und das in der neuen Variante modifiziert unser City Quiz. Nur noch zwei Kandidaten in einem Team. Erstmal einen schönen guten Abend. Spielen natürlich auch um Punkte. Auch hier haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Wenn Sie gestern noch nicht zugeschaut haben, ich werde es heute nochmal in aller Gänze und ausführlich erklären. Unsere Kandidaten spielen um Punkte, das ist klar. Und diese Punkte werden dann am Freitag in bare Münze umgewandelt. Denn die besten Teams der Woche, die sich qualifizieren für unseren Champions-Tag, spielen dann am Freitag um Geld, richtig, deutsche Mark, wollen wir hier vergehen. Ich möchte Ihnen unsere Champs vorstellen. Gestern das erste Mal gespielt und bereits gewonnen. Olaf und Kurt, unsere aktuellen Champs, das ist das Team vom Autoverleih Bismarck, spielt gegen neue Herausforderer und es sind sie, die Giganten, Freddy und Robby. Es steht sogar auf dem T-Shirt, die habt ihr euch nicht extra machen lassen. Ihr seid Partyveranstalter, du zumindest, Robby. Ja, das ist korrekt. Was machen Sie? Erzählen Sie mal. Wir machen verschiedene Veranstaltungen, in diesem Fall Giganten am 30. Was ist denn April. Das? Ein gigantischer Abend? Nee, das sind mehrere Diskotheken, kann ich ja wohl nennen. Alles natürlich, aber nicht alle Namen jetzt, aber ist auch okay. Schade. 4 Diskotheken und alles für einen Eintrittspreis mit Shuttlebus und so weiter. Und einer der Mitveranstalter ist der Freddy und wir sind im Ganzen 6 Leute. Und davon sind wir 2 vertreten heute und versuchen mal ein bisschen hier. Das ist die Nacht der Giganten, ja. So kann man das Ganze nennen. Man nennt es auch Tanzen im Mai, das ist ja der 30. Ja. Donnerstag. Super Sache. Wie lange ist man dabei, sowas zu organisieren, Freddy? Also, wenn es richtig gut sein soll mit Sponsoren und so weiter, würde ich sagen, mindestens 4 Monate vorher anfangen, zumindest bei dem Ausmaß, die Größe, die es jetzt bei dieser Veranstaltung hat. Das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, was alles dahinter steht. Und gerade wenn 4 Diskotheken unter einen Hut gebracht werden sollen, alles verschiedene Musikrichtungen normalerweise, aber trotzdem soll das Konzept so ein bisschen einheitlich sein, dann gehört da schon eine ganze Menge Verhandlungsgeschick dazu und da sollte man wirklich rechtzeitig mit anfangen. Trotz Sponsoren, was wird dieser Abend kosten? Der Abend wird kosten, es sind 4 Veranstaltungen, 4 Diskotheken, das heißt 4-mal volles Personal, Flyer vor, also... Ja, so spricht der Kaufmann, was insgesamt muss der Kunde zahlen? Der Kunde kostet, für alle 4 Diskotheken zusammen nur 20 Mark. Das ist von uns auch ein Zeichen gegen diese Entwicklung in Hamburg, gegen diese hohen Eintrittspreise, dass man mal sagen kann, man kommt sozusagen mit 5 Mark pro Location auch aus. Das geht auch rein rechnerisch für uns als Veranstalter. So, dass man wirklich für 20 Mark in 4 verschiedenen Diskotheken gleich Eintritt hat. Sie, muss man sagen, sind ja auch selbst Diskothekenbesitzer. Ja. Das Volar gehört Ihnen. Genau. Ist das involviert, wahrscheinlich in diesem Abend? Das ist voll involviert an diesem Abend. Es soll ja Giganten sein, ohne jetzt hier irgendwie arrogant zu klingen. Das Volar gehört sicherlich zu den 4 größten Diskotheken dazu. Genauso das Kontor, das Pleasure Dome und das Madhouse. Und damit dieser Name auch wirklich mächtig ist an diesem Tag, sind diese 4 Diskotheken verbunden mit Shuttleverkehr und so weiter und so weiter. Dazu kommen, wie gesagt, 6 Veranstalter, so dass es wirklich die Giganten der Hamburger Clubszene zusammen eine große Party feiern. Vielen Dank für diese einblickenden Worte. Wir fangen an mit der ersten Runde. Danke, Liebke. Wir wollen auslosen. Wer anfängt, rot oder schwarz, das kennen Sie. Unsere Kandidaten können sich aussuchen, die Farbe. Kommt die Farbe, darf das Team anfangen und bekommt nochmal Jetons für 50 Mark für die Spielbank Hamburg. Frage an Sie als Herausforderer, welche Farbe? Wir haben uns für rot entschieden. Wunderbar, dann geht an euch schwarz und wir schauen, was kommt. Wart ihr schon mal in der Spielbank? Ich noch nicht. Ich war Freddy? Schon mal da. Ich war gerade 18 und da dachte ich mir jetzt... Und seitdem nicht wieder? Steige ich da ein? Nee, nicht wieder. Keine Zeit als Diskothekenbesitzer. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber wieso? Ihr arbeitet doch nur nachts. Am Tage kann man doch dann auch hingehen. Die machen doch schon um 15 Uhr auf. Das denkt man. Aber 8 Uhr morgens beginnt auch für uns der Arbeitstag. Wir haben hier schwarz 10 und damit seid ihr nicht dabei. Muss die Spielbank noch weiter auf ihren Besuch warten, ja? An euch gehen die Jetons für 50 Mark und freien Eintritt von der Spielbank Hamburg. Und Spielbank Hamburg geht jetzt runter von der Wand. Und hier erscheinen unsere 3 Bereiche der ersten Runde. Sport, Stadtplan und Umland. Und wie gesagt, die Punkte haben wir ein bisschen reduziert. Denn wir spielen ja auch am letzten Tag um Geld. Es geht um 25, 50 und 75 Punkte. Das ist dann auch der jeweilige Schwierigkeitsgrad. Sucht euch den ersten Bereich bitte aus. Stadtplan 50. Ja, und die Frage lautet, welche Namen trägt die Hauptstraße, die vom Berliner Tor in Richtung Elbbrücken verläuft? Das ist der Heidenkampfweg. Ja. Habe ich jetzt auch schon gewusst, aber ihr seid nicht dran. Immer abwechseln, bitte. Wir nehmen Stadtplan 25. Welcher Tunnel, also das ist ein anderer Tunnel, ja, führt von der Lombardsbrücke am Hauptbahnhof vorbei zum Deichtortunnel? Wallringtunnel. Ja. Wir gehen ins Umland mit 25 Punkten. Ja.
Hoffentlich kommt ihr da auch eine ganze Ecke weiter. Aus dem früheren Dorf Ording und welchem anderen mit einem heiligen Namen setzt sich ein bekannter Badeort an der Nordsee zusammen? Das ist St. Peter. Ja. Das schüttelt uns den Kopf, weil die Frage so leicht war. Ja, Stadtplan 75. Ja. Ja gut, ihr könnt euch aber auch was Leichtes aussuchen. Ne? Ihr wollt Stadtplan 75. Das ist natürlich der höchste Schwierigkeitsgrad. Welche Einrichtung der Bundeswehr befindet sich im Hamburger Stadtteil Nienstedten an der Grenze zu Blankenese? Die Universität? Was sagt die Regie dazu? Nein? Führungsakademie. Führungsakademie, jawohl. Die Universität ist, glaube ich, an der Rotichallee. Ihr seid dran. Wir bleiben im Umland mit 50 Punkten. In der Nähe welcher Kleinstadt, die zwischen Bergedorf und Lauenburg an der Elbe liegt, befindet sich das Atomkraftwerk Krümmel? Das ist Geesthacht. Ja. In der Nähe von Geesthacht. In dem Sport 50. Ja. Musst du beantworten. In welcher Liga spielt die erste Fußball-Amateurmannschaft des HSV, die sich wie die Profis in Abstiegsgefahr befindet? In der Regionalliga Nord. Ja, richtig. Umland 75, bitte. Ja. Wie heißt die Hauptstadt des nordöstlich von Hamburg gelegenen Kreises Stormern? Ratzeburg. Nein. Bad Oldesloe? Ja! Oh! Oh. Danke, sagt Robby. Ihr seid doch ein Team, Jungs. Wir haben noch Sport 25, also einfach oder schwierig 75. Sport 75. Wenn schon, denn schon. Ja, auch wieder mit dem Ball hier. Das Herren-Volleyball-Team des zweitgrößten Hamburger Vereins kann aus Geldnoten nicht in die Bundesliga aufsteigen, obwohl der Sprung in diese Spielklasse greifbar nahe ist. Welche Mannschaft ist gemeint? Kann man nur raten. St. Pauli? Nein. Fischbeck? Nein. Der Eimsbüttler Turnverband, kurz ETV genannt. Sport 25 für euch? Ja. Sport 25. Ich weiß, ich musste die Frage erstmal holen. So. Welcher Ex-Trainer des FC St. Pauli war am 20. März mit seinem neuen Team Fortuna Düsseldorf am Millerntor zu Gast? Uli Maslow. Ja. Aber St. Pauli gewann 3:1. Das ist natürlich das Entscheidende. Hoffentlich gewinnen sie auch wieder. Soweit die erste Runde in Sachen Punkte und Fragen. Wir kommen zum Jokerspiel. Das Jokerspiel ist gegeben. Wir haben nur ausgetauscht den Preis. Wir haben ja vorher mal einen Sachpreis vergeben. Heute gibt es bei uns 100 Punkte, wenn die Antwort stimmt. Ist sie falsch? Ganz wichtig, ziehen wir auch Punkte ab, haben wir nämlich gestern gemacht. 50 Punkte haben wir beim Autoverleih Bismarck abgezogen. Ob es heute auch so sein wird, wird sich zeigen. Wir suchen wieder etwas Bekanntes, Markantes aus Hamburg, ein Begriff für eine Persönlichkeit aus Hamburg oder Hamburg-Umgebung. Kann aber auch ein Verein, eine Firma oder eine Institution sein. Auch mehrere Varianten ist geblieben. Haben wir heute, zeigen wir schnell hintereinander laufende Bilder. Ein Film, der ziemlich hart geschnitten ist, der das zeigt, was es gilt zu erkennen. Wenn ein Team weiß, innerhalb von 10 Sekunden, was wir suchen, darf es antworten, indem es ganz einfach unseren roten Signalknopf drückt. Wer zuerst drückt, darf zuerst antworten. Wie gesagt, nur einmal 100 Punkte gibt es, wenn die Antwort stimmt. Ist sie falsch, ziehen wir 50 Punkte ab. Noch Fragen? Nein. Nein, okay. Fangen wir an, 10 Sekunden, los geht's. Was kann das sein? Keiner drückt, keiner weiß es, aber es gibt ja Punkte abzurufen. Insofern ist das natürlich immer sehr riskant, hier auch Punkte zu verlieren. Also, dass es um Theater im weitesten Sinne geht, ist, glaube ich, klar. Es geht um eine Sparte, um das Kabarett. Kabarettfestival, da steht es, und das ist ganz genau das 12. Kabarettfestival, um das wir uns gleich kümmern werden. 7 Fragen werde ich zu diesem Thema gleich stellen. Schauen wir uns jetzt einmal die Punkte an nach Runde 1. Da haben wir für die Herausforderer, die Giganten, 150 Punkte und 75 Punkte mehr für unsere Champs, also 225. Kein großer Unterschied. Das wird sich gleich ändern in der zweiten Runde. 7 Fragen zum Thema Kabarettfestival, kurze Pause und dann legen wir die zweite Runde. Und jetzt Hamburgs großer täglicher TV-Spaß. Das Hamburg 1 City Quiz mit Ermo Gödel.
Und das in der neuen Variante modifiziert unser City-Quiz. Nur noch zwei Kandidaten in einem Team. Erstmal einen schönen guten Abend. Spielen natürlich auch um Punkte. Auch hier haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Wenn Sie gestern noch nicht zugeschaut haben, ich werde es heute nochmal in aller Gänze und ausführlich erklären. Unsere Kandidaten spielen um Punkte, das ist klar. Und diese Punkte werden dann am Freitag in bare Münze umgewandelt. Denn die besten Teams der Woche, die sich qualifizieren für unseren Champions-Tag, spielen dann am Freitag um Geld, richtig, deutsche Mark wollen wir hier vergeben. Ich möchte Ihnen unsere Champs vorstellen. Gestern das erste Mal gespielt und bereits gewonnen. Olaf und Kurt, unsere aktuellen Champs, das ist das Team vom Autoverleih Bismarck. Spielt gegen neue Herausforderer und es sind sie, die Giganten, Freddy und Robby. Es steht sogar auf dem T-Shirt, die habt ihr euch nicht extra machen lassen. Ihr seid Partyveranstalter, du zumindest, Robby. Ja, das ist korrekt. Was machen Sie? Erzählen Sie mal. Wir machen verschiedene Veranstaltungen, in diesem Fall Giganten am 30. April. Was ist denn das? Ein gigantischer Abend? Nee, das sind mehrere Diskotheken, kann ich ja wohl nennen. Alles natürlich, aber nicht alle Namen jetzt, aber ist auch okay. Oh, schade. 4 Diskotheken und alles für einen Eintrittspreis mit Shuttlebus und so weiter. Und einer der Mitveranstalter ist der Freddy und wir sind im Ganzen 6 Leute. Und davon sind wir 2 vertreten heute und versuchen mal ein bisschen hier. Das ist die Nacht der Giganten, ja, so kann man das Ganze nennen. Man nennt es auch Tanzen im Mai, das ist ja der 30. Ja. Donnerstag. Super Sache. Wie lange ist man dabei, sowas zu organisieren, Freddy? Also, wenn es richtig gut sein soll mit Sponsoren und so weiter, würde ich sagen, mindestens 4 Monate vorher anfangen, zumindest bei dem Ausmaß, die Größe, die es jetzt bei dieser Veranstaltung hat. Das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, was alles dahinter steht. Und gerade wenn 4 Diskotheken unter einen Hut gebracht werden sollen, alles verschiedene Musikrichtungen normalerweise, aber trotzdem soll das Konzept so ein bisschen einheitlich sein, dann gehört da schon eine ganze Menge Verhandlungsgeschick dazu und da sollte man wirklich rechtzeitig mit anfangen. Trotz Sponsoren, was wird dieser Abend kosten? Der Abend wird kosten, ja, es sind 4 Veranstaltungen, 4 Diskotheken, das heißt 4-mal volles Personal, Flyer vor, also... Ja, so spricht der Kaufmann, Zahlen was insgesamt, muss der Kunde zahlen? Der Kunde kostet also für alle 4 Diskotheken zusammen nur 20 Mark. Das ist von uns auch ein Zeichen gegen diese Entwicklung in Hamburg, gegen diese hohen Eintrittspreise, dass man mal sagen kann, man kommt sozusagen mit 5 Mark pro Location auch aus. Das geht auch rein rechnerisch für uns als Veranstalter. So, dass man wirklich für 20 Mark in 4 verschiedene Diskotheken gleich Eintritt hat. Sie, muss man sagen, sind ja auch selbst Diskothekenbesitzer. Ja. Das Volar gehört Ihnen. Genau. Ist das involviert, wahrscheinlich in diesem Abend? Das ist voll involviert an diesem Abend. Es soll ja Giganten sein, ohne jetzt hier irgendwie arrogant zu klingen. Das Volar gehört sicherlich zu den 4 größten Diskotheken dazu. Genauso das Kontor, das Pleasure Dome und das Madhouse. Und damit dieser Name auch wirklich mächtig ist an diesem Tag, sind diese 4 Diskotheken verbunden mit Shuttleverkehr und so weiter und so weiter. Dazu kommen, wie gesagt, 6 Veranstalter, sodass es wirklich die Giganten der Hamburger Clubszene zusammen eine große Party feiern. Vielen Dank für diese einblickenden Worte. Wir fangen an mit der ersten Runde. Danke, Liebke. Wir wollen auslosen. Wer anfängt, rot oder schwarz, das kennen Sie. Unsere Kandidaten können sich aussuchen, die Farbe. Kommt die Farbe, darf das Team anfangen und bekommt nochmal Jetons für 50 Mark für die Spielbank Hamburg. Frage an Sie als Herausforderer, welche Farbe? Wir haben uns für rot entschieden. Wunderbar, dann geht an euch schwarz und wir schauen, was kommt. Wart ihr schon mal in der Spielbank? Ich noch nicht. Ich war Freddy? Schon mal da. Ich war gerade 18 und da dachte ich mir jetzt... Und seitdem nicht wieder? Steige ich da ein? Nee, nicht wieder. Keine Zeit als Diskothekenbesitzer. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber wieso? Ihr arbeitet doch nur nachts. Am Tage kann man doch dann auch hingehen. Die machen doch schon um 15 Uhr auf. Das denkt man. Aber 8 Uhr morgens beginnt auch für uns der Arbeitstag. Wir haben hier schwarz 10 und damit seid ihr nicht dabei. Muss die Spielbank noch weiter auf ihren Besuch warten, ja? An euch gehen die Jetons für 50 Mark und freien Eintritt von der Spielbank Hamburg. Und Spielbank Hamburg geht jetzt runter von der Wand. Und hier erscheinen unsere 3 Bereiche der ersten Runde. Sport, Stadtplan und Umland. Und wie gesagt, die Punkte haben wir ein bisschen reduziert. Denn wir spielen ja auch am letzten Tag um Geld. Es geht um 25, 50 und 75 Punkte. Das ist dann auch der jeweilige Schwierigkeitsgrad. Sucht euch den ersten Bereich bitte aus. Stadtplan 50. Ja, und die Frage lautet, welchen Namen trägt die Hauptstraße, die vom Berliner Tor in Richtung Elbbrücken verläuft? Das ist der Heidenpunktweg. Ja. Hab ich jetzt auch schon gewusst, aber ihr seid nicht dran. Immer abwechseln, bitte. Wir nehmen Stadtplan 25. Welcher Tunnel, also das ist ein anderer Tunnel, ja, führt von der Lombardsbrücke am Hauptbahnhof vorbei zum Deichtortunnel? Wallringtunnel. Ja.